Your mind when they tied the game at 3? I thought, well, it's a good time to test our character and really deserve it. You know, we've been working hard to turn our game around and to be a top team in the league. Obviously, we've struggled, and you know, we had 2 great periods and we let off. So we keep making kind of bad faults. So that was gut check time, because tonight was a must-win. So the answer back was great, and we got to take whatever momentum and confidence from this game and keep it rolling, because we need every point we can get. What stood out the first 40 minutes? Oh boy, I thought there was good energy. I thought there was good energy from the group. I felt like we were hunting pucks, and I felt like when we put other teams under pressure, and we're not giving them time and space, good things can happen for us, and that's what I thought we did well. So it was like a character test when they tied it at 3-3. Oh, when they tied it 3-3, it was definitely a gut check time, and suck it up and be a man. Like, you can't give this 3 points away. You know, give those away. That's even more embarrassing than the game we lost a while back. You know, it's big win. Some weird bounces are for them. I mean, it's typical for a season when you struggle. Yeah, I mean. Yeah, bounces, you work for your bounces. Can't. I don't want to be that guy and blame it on bounces. No. But it adds up to the situation. Yeah, you know, when things aren't going well and you get some bad bounces or you make some mistakes and it ends up in the back of your net, it hurts. So we gotta limit our mistakes and keep taking whatever momentum we can and keep going forward. You and the crossbar are not friends anymore, right? Oh, yeah, I know, hey? That's... That wasn't very fun. I hit the crossbar, and then you get a redo, and then you hit it in the same spot. So we won. That's the most important. And like I said, hopefully every player can take a little confidence and a little energy out of that, and then bring it all together for the team. Wichtig, das wissen alle hier, glaube ich, und ja, dass es dann noch klappt bei meinem Jubiläum, das ist natürlich schön. Heute haben wir so die guten Freezers gesehen und dann 10 Minuten wieder die schlechten Freezers, oder? Ja, das ist... einmal muss ich sagen, ist die Scheibe ein bisschen blöd versprungen im ersten Tor, aber ansonsten muss ich sagen, da hast du recht, da müssen wir einfach konzentriert bleiben und uns nicht wieder zurückziehen, und dann haben wir halt wieder Tore kassiert, und das darf uns halt nicht passieren. Das müssen wir halt einfach dann runterspielen, und da gebe ich dir recht. Glaubst du, dass nach dem 3:3 noch viele in der Halle geglaubt haben, dass ihr gewinnt? Ja, also normalerweise sage ich ja, aber wir kommen ja gerade von einer, also wie soll ich sagen, von 3 verlorenen Spielen, aber jetzt, ich glaube, jetzt glaubt wieder jeder an uns. Hast du dran geglaubt? Ja, ich glaube immer dran. Also, ich glaube, ihr kennt mich gut genug. Ich gehe immer raus, um zu gewinnen, egal welcher Spielstand, und ich glaube immer dran. Was war in dem Timeout-Thema? Genau das Gleiche? Ja, mein Gott, dass wir halt einfach jetzt wieder spielen sollen und das Spiel gewinnen müssen. Und das hat er auch so gesagt. Und das haben wir gemacht und sind seinem Befehl nachkommen. Wie schafft es jetzt, diesen positiven Schwung aus diesem Spiel mal auch auf ein Auswärtsspiel zu übertragen? Ja, das, mein Gott, wir müssen halt auswärts auch unser Spiel durchziehen. Und da dürfen wir uns keinen Kopf machen, weil wir auswärts sind. Aber ich glaube, das ist auch schon besser geworden. Also das war ja am Anfang der Saison, glaube ich, noch ein Stück weit schlechter, aber jetzt ist es schon viel besser geworden. Und wenn hier und da mal die Scheibe für uns dann springt und dass wir dann auch das erste Tor schießen, auch auswärts, dann glaube ich, wird das auch auswärts gut klappen. Was war in den ersten 40 Minuten besonders gut? Was war nicht aus? Was habt ihr besonders? Wir haben einfach gespielt, wir haben wenig Fehler gemacht, und so frustrierst du halt den Gegner, und dann fängt der an, Fehler zu machen, und dann schießt er Tore. Und so müssen wir halt unser Spiel durchziehen und geduldig bleiben, egal welcher Spielstand ist, und dann, dann schießen wir Tore, sind erfolgreich und gewinnen die Spiele. Das klingt so einfach. Ja, ich weiß, das klingt immer einfacher, als es ist dann im Endeffekt, aber was soll ich sagen? Jetzt, ihr wisst ja auch, wie es ist. Manchmal, wenn er einfach dann keinen Lauf hat oder wenn irgendwas ist, dann sitzt es ein bisschen in den Köpfen. Ich hoffe, das haben wir jetzt rausgespielt heute, und dann... tut sich jeder wieder ein bisschen leichter, weil wir wollen ja auch alle erfolgreich sein hier, und das ist wir nehmen das bestimmt nicht auf die leichte Schulter, wenn wir verlieren, und das merkt man aber auch in der Kabine, wir haben alle einen riesen Ehrgeiz, wir wollen erfolgreich sein und so haben wir trainiert und nach dem Training gestern war ich zu 100% überzeugt, dass wir heute gewinnen, weil es einfach ein gutes Training war und gute Stimmung war und ja, so musste arbeiten. Ja, wir haben insgesamt nicht so gut gestartet, haben die ersten zwei Drittel es schwer gehabt ins Spiel zu kommen. Haben dann im letzten Drittel noch den Anschlusstreffer geschossen, der war enorm wichtig für uns. Das hat uns wieder auf die Spur gebracht, haben sehr früh dann im letzten Drittel das 3-2 geschossen, der Anschlusstreffer, das war sehr wichtig. Dann haben wir den Ausgleich geschossen und haben dann leider ein leichtes Tor zum 4-3 gegeben. Das war dann, denke ich, ein Spiel auf Messerschneide, dass wir auch vielleicht das 4-4 noch schießen. Insgesamt gesehen reichen natürlich. Reicht ein Drittel normalerweise nicht aus, deshalb bleibt die Punkte in Hamburg.